Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Kernstadt mit mir, dem Kellerkind. Einen schönen Sonntag wünsche ich euch. Und ich bin der John Deere ist gerade dabei, die Sämaschine aufzufüllen. Und zwar bei unseren eigenen Stationen. Ich bin mal gespannt, ob er Saatgut füllt er schon mal. Da ist er ein bisschen zu fix fast hingefahren. Da habe ich gedacht, er fährt drüber. Und jetzt müsste er noch Dünger auffüllen. Das wäre wichtiger gewesen, weil Dünger war alle. Mit Saatgut wäre er hingekommen. Und das geht auch. Und super schnell. Also läuft das auch, hier jetzt am Hof zu betanken. Wir müssen nur gucken, dass wir noch ein bisschen Saatgut kriegen. Aber 37.000, das sollte auch erstmal für eine gewisse Zeit reichen. So, hier sind wir auf Feld 9. Der Drescher hat schon ein paar Bahnen gefahren. Ich habe auch zwei Abfahrer mittlerweile hier, weil ich finde, gerade für das Vorgewende, wenn der andere hier auf dieser Seite steht, der andere drüben, dann holt er sich ja immer den nächsten. Die Fahrerei, es kommt immer darauf an, wie lange er den Weg hier vom Feld runter berechnet. Aber eigentlich ist er immer mit Drescher voll quasi wieder hier. Also würde auch ein Abfahrer reichen. Aber ich habe mir gedacht, wenn einer, das Feld ist ja ziemlich lang und wir haben jetzt hier oben einen stehenden Abfahrer und ja, wir sind jetzt, mal gucken, er war unten leer. Wenn er jetzt die Bahn zu Ende hat und hat auch 50%, dann wird er wieder unten sein, wenn er voll ist, dann dürfte das mit dem Hintern genau passen. So, dann dürfte der erstmal stehen bleiben. Und das mit unserem Wasser, das funktioniert super. Also er nimmt jetzt die Kurve. Können wir uns auch noch mal anschauen. Und ich habe einen anderen Brunnen gefunden, der näher ist, wo wir dann Wasser abzapfen können. Na, da sucht er wohl wieder einen Punkt. Das dürfte die Sämaschine sein, die da ihre alte Position sucht. So, jetzt füll dich mal auf. Das geht ja eigentlich recht fix. So, 100. So, und er fährt jetzt hier direkt rum Richtung Wasseranlieferung. Dann können wir hier einen neuen Kurs berechnen. Das ist hier Feld 22, das ist hier neu.
Lassen einfach mal so starten. Wähle Position, dann wählen wir auch. Und zwar hier. Und sagen Abfahrer einstellen. Feld 22. Düngen. 30 Meter. Ach, der Rand ist voll gedüngt, weil deswegen sieht das da jetzt ein bisschen so aus, als würde er nicht. Aber da sieht man es. Er düngt auch bis zum Rand. So, ist der Drescher schon wieder unterwegs? Ja, hier können wir immer noch Unkraut entfernen. Er ist jetzt bei 60%, ist auch schon wieder ein Stück zurück. Dann wird er unten voll werden. Und er ist hier am Ansehen auf Feld 24. Ich habe mal Roggen gepflanzt. Ich wollte nicht jetzt schon wieder Sojabohnen. Düngermissionen waren zurzeit keine mehr. Sehr viele Erntemissionen. Grubber noch, aber wie gesagt, da warte ich ab. Du bist noch nicht ganz so weit. Dann können wir nämlich da auch einen neuen Kurs einfahren, dann ist der schneller. Wir haben jetzt fast 400.000 Liter Wasser da drin. Aber können wir ja auch reinfahren, wenn wir sonst nichts für ihn zu tun haben. Das wäre der Komposter, aber der Komposter war auch so gut wie leer. Da haben wir ja noch mal eine Fahrt letztens weggefahren. Ja, nur noch 23.500. Auch nicht so wild. Wir könnten vielleicht Fanny hier besuchen wir mal. Hier ist nur Verkauf. Wir können vielleicht mal die ersten Paletten herstellen. Leerpaletten und Kartons. Leerpaletten haben wir komplett den Träger gefüllt. Das habe ich letztens schon geschaut. Also da haben wir genug Paletten. Und dann können wir die ersten, ja, Funny-Paletten machen. Kartoffeln haben wir ja jetzt. Aber wie gesagt, das eilt ja nicht. Du bist noch auf der Hinfahrt, gut. So, der hat sein Vorgewende bereits abgeschlossen. Und zieht jetzt hier seine Bahn. Dann ist dieses Feld auch komplett gedüngt. Dann werden wir ihn auf 19 schicken und da düngen. Ja, der Drescher kommt. Ist bei 86%. Ach, wird doch nicht so schnell. Doch, jetzt schneller voller geworden.
Es fährt aber noch keiner. Er ruft wahrscheinlich nicht, weil das Rohr in der Frucht ist. Das macht wahrscheinlich für ihn dann keinen Sinn. Den Abfahrer zu rufen, wenn er mit der Seite immer noch zur Frucht steht, wo das Rohr ist. So, er wird jetzt voll. Macht er nur bei 95 schon dicht. So, wen ruft er jetzt? Ihm hier vorne. Der hat sich nämlich schon bewegt. Geruckelt. Gut. Und er bleibt hier noch stehen. So, du bist leer. Wir haben jetzt schon fast 500.000 hier drin. Und wir lassen jetzt noch mal ein Stück zurückfahren. Und zeigen, lassen uns die Kurse anzeigen. So. Dann nehmen wir ihn mal hier raus. Er fährt da auch rein. Gut. Dann würde ich sagen, wir schließen. Nee, falsch. Mach weg. Miteinander an. Dann dürfte er hier so rüberfahren. So. Und hier geradeaus ist nämlich noch ein Punkt. Wo wir Wasser auffüllen können. Dann mach mal hier rot. Ich hoffe, wir können hier überhaupt Wasser auffüllen. Ja, fahren wir jetzt oder drehen wir um? Das, ich mache jetzt nicht mal ganz voll. Ich lasse ihn hier mal drehen. Und fahren hier wieder raus. Und hier wieder auf den Kurs drauf zu. Verbinden wir jetzt noch den mit dem. Jetzt hier vorne müssen wir noch was.
Ein Verbinden. Dem mit dem. Kurse geschlossen. Würde hier sagen, wo sind wir denn? Bei welcher Fabrik? Bei der Mühle. Dann würde ich den Punkt nennen Mühle Wasser. Dann holen wir uns den Kurs hier mal ran. Und starten ihn einfach. Ach, der Punkt ist zu weit. Müssen wir noch mal rausnehmen. Doch weiter hier vorne verlegen. Ne, fahr ruhig einen Tick zurück. So, jetzt versuchen wir es noch mal. Jetzt füllt er auf. Jetzt müssen wir nur gucken, fährt er rum oder sucht er sich irgendwie geradeaus über den Schienenweg? Da kommt der Schienenbus. Aber er nimmt die Kurve und füllt dann auf. Sollte jetzt auch laufen. Die Punkte sind alle angeschlossen. So, dann können wir das auch wieder ausmachen. Entlassen. Gespeichert haben wir den ja. So, dann Feld 19 haben wir gesagt. Wir fahren hier mal vom Feld runter. Das ist immer sicherer. So, und der fährt auch sofort zu Feld 19. Der muss sich eh einmal auftanken mit Sicherheit. Aber den können wir dann auch am Hof auftanken lassen. Können wir auch hier mal einstellen. Hof. Dünger. So. Und die Sämaschine ist durch. Opfer entlassen, löschen. Dann kann die jetzt auch erstmal weg. Wir schicken ihn einfach so zu seinem Parkplatz oder reparieren. Machen wir, reparieren wir. Also er will auch nicht sich weiter auffüllen, ist ja auch mit 87% noch ziemlich voll. So, was haben wir jetzt drin? Hier fast 500.000. Er macht immer noch Unkraut weg. Da müssen wir nicht. Er macht immer noch Unkraut weg. Das ist gut. Und dann können wir ihm hier mal sagen,
Feld 19, düngen. Abfahrer einstellen. Auffüllen. Sollte laufen. Du hast die zweite Ladung schon drin. Genau. Und hier blüht noch nichts. Das ist gut. Vielleicht kommen wir ja doch mit dem Striegel zurecht. Und wenn dann wirklich ein schmaler Streifen mit Unkraut, dann würde ich sagen, dann lassen wir den auch einfach. Größten Teil des Felds ist ja von Unkraut befreit. Wie weit sind wir denn hier? 23%. Wir haben, ich meine, 17% abgegeben haben wir. Hatte ich letzte Mal gelesen. Der kleine Anhänger macht ja mit dem zwei Ladungen 5%. Und ich meine, wenn der Grüne wegfährt, dann 7%, 7, 8%. Aber macht überhaupt keine Probleme. Ich lasse einfach laufen das Spiel und die fahren die Sachen ab. Tanken brauchst du nicht, aber wir können mal eine kleine Wäsche vollführen, bevor wir dich dann wegsetzen. Ist ja soweit alles angesät. Unsere Felder sind ja im Wachstum alle. Ja, du stehst schon eine ganze Weile hier. Ich weiß gar nicht, ich will mal schauen, wie viel passt da eigentlich rein. Gucken, dass wir 1 Million Liter Wasser da einfüllen. Und dann kann der erstmal produzieren. So. Kalkproduktion. Ach so, es gehen auch nur 1 Million rein. Da müssen wir dann aufpassen. Saatgut. Dünger ist noch was drin und fehlt noch eine Ladung Weizen. Das kann der als nächstes machen. Aber Dünger ist schon wieder mehr als genug produziert werden. 114.000. Ich meine, 100.000 hätten wir auch mittlerweile am Hof. So, du bist bei 75%. Ich will zu ihm hier nochmal. Für Flüssigdüngerproduktion oder Pflanzenschutz, was brauchen wir denn? Pflanzenschutz, Flüssigdünger oder Pflanzenschutz? Ach, wird gleichzeitig produziert. Da brauchen wir Gülle, Gärreste und Dünger. Das ist das gleiche, wie wir in auch in die Produktion reingehauen haben.
Dann lassen wir ihn so bei 750 bis 750 weiterfahren und dann schicken wir den mal wieder zum Hof. Dann wechseln wir den Kipper und den Sattelzug und auf Kipper und dann bringen wir da nochmal, ja, zwei Ladungen, nee, drei Ladungen Getreide hin. Müssen wir gucken, was am billigsten ist, wo wir am wenigsten vom Geld kriegen. Der Drescher sollte aber jetzt so langsam voll sein. Ja, 88%. Der soll sich den nächsten holen und dann. Obwohl der noch gar nicht kommt, wird er sich wahrscheinlich hier den John Deere ist das vor. So, 94%. 16.000 Liter. Aber er ist immer, sag ich mal, auf dem Rückweg. Also immer ist das Rohr in der Frucht. Wird auch noch eine Zeit gehen. So. Welcher Abfahrer steht näher dran? Ich nehme an, er bewegt sich genau. Gut, hier können wir einmal. Einmal eine Waschung vornehmen. Und dann fährt er wieder auf seinen Parkplatz. Das ist Hof erstmal zu. Das ist Zentrale, Halle. Seemaschine Amazon, Abmarsch. So, der Drescher ist immer noch voll, dürfte aber jetzt überladen und dann fährt der Abfahrer auch zu seiner Position. Du hast das Vorgewende erledigt. Ich will mal gucken, wie fährst du jetzt? Ach, du fährst jetzt, ja, genau, richtig. Du wirst den Striegel einholen. Und jetzt kommt es immer darauf an, wie lange braucht der Abfahrer, um den Pfad vom Feld zu berechnen. Ob er dann rechtzeitig wieder hier ist. Und hier kommt noch kein Unkraut. Toi, toi, toi. Also, das ist gut. Er scheint wohl ganze Zeit zu berechnen. Jetzt nicht. War er doch nicht der. Weil es ein bisschen am Ruckeln war.
Mal sehen, ob er sich wieder einparkt vernünftig. Sieht doch ganz gut aus, würde ich sagen. Und aus. Und er versucht immer noch den Kurs zu berechnen. Okay, wir haben ja noch einen zweiten Abfahrer da. Ich lasse den jetzt einfach mal berechnen, obwohl das schon ziemlich lange ist. Ja, und dann sehen wir uns morgen wieder hier auf der Kernstadt mit mir, dem Kellerkind. Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich noch. Bis dann. Ciao, ciao.